Hallo und willkommen zurück zu Legends of Amberland 2 und wir versuchen dieses Mal den zweiten dieser Steine zu säubern. Der ist wahrscheinlich hier im Scorching Tower. Wir stehen hier vor einer Tür, die abgeschlossen ist. Ob wir den Schlüssel haben, weiß ich nicht. Gucken wir mal. Ja, wir kommen nicht da rein. Aber hier ging es noch weiter nach oben. Dann werden wir das tun. Ja, genau. Und hier haben wir noch weitere Gegner. Dann werden wir uns hier mal durchmetzeln. Fourth Floor. Der vierte. Die vierte Ebene. Stockwerk. Wie auch immer. Da haben wir... Okay, der ist 35 wieder. Das ist dann schon ein bisschen fieser. Ja, da macht der natürlich jetzt mit seinem Gummelheal auch nicht so wahnsinnig viel. Mesmerized, okay. Was machen wir hier? Nehmen wir noch den Lightning. Aber dann... Mass Power hier, also der haut schon ordentlich rein. Jetzt nicht mehr. Okay, der ist aber auch noch 30. Ist auch nicht ganz ohne. Heal. Molten Blast. Da müssen wir auch Fokus machen. Ja, hauen wir den nochmal. Das ist aber gemein. Can't use Special Ability. Naja, ich weiß jetzt nicht. Mesmerized und Confused. Das können wir jetzt schon nur noch einmal. Achso, die kann noch Fokus machen. Dann machen wir das. Dann können wir die danach zumindest heilen. So. Naja, 3900 Erfahrung. Okay, da war aber sonst nichts. Magic. Cleansing of Mind. Jawohl. Und dann, na, sollten wir wahrscheinlich auch noch weiter heilen. Machen wir hier mit. Zip. Zip. So. Dann geht's hier noch weiter. Okay. Hallo. Da ist auch wieder ein Starker bei. Ja, da müssen wir wahrscheinlich etwas Glück haben. Den haben wir schon ordentlich getroffen. Wir könnten auch den... Also den hier, den Calling of Blizzard, so ein Firestorm nehmen. Sie invisibel. Aber ich glaube, die macht am besten den harten Molten. Ja, wenn die halt da die falschen Zauber sprechen, dann ist's ratzfatz vorbei. Aber das sollten wir eigentlich hinbekommen. Molten Blast. Jawohl. Nochmal Molten Blast. Na, jetzt wird's aber auch mit dem... Natürlich mit... Probieren wir nochmal. Ja, das war Eis. Dagegen sind wir ganz gut geschützt. Hier. So, dann können wir jetzt hier aber den Molten Blast... Vielleicht sollten wir doch, ne, nicht mal den Molten Blast, sondern in dem Fall ist hier. Wir müssten irgendwie da na, der kann da. Vielleicht sollte ich die alle doch dann versuchen gleichzeitig zu killen. Aber
Ja, das. Dann würde ich aber natürlich noch länger niemanden umbringen, weil die sterben ja auch nicht. So, hier. Molten Blast. War ein schöner Treffer. Molten Blast. Das war kein guter Treffer. Ja, und hier haben wir natürlich nicht genug, um... Wenn da dann was neu drauf geht, dann haben wir ganz schnell... Dann ist ganz schnell die Luft raus. Ja, und das ist natürlich wieder schade. Wie vorher auch schon. Der ist halt ziemlich nutzlos. Der macht in dem Kampf quasi nichts. Also... Ja... Molten Blasts... Aber jetzt haben wir hier eben auch wieder zu wenig, um... Das ist halt immer die Runde. Da ist es dann vorbei. Na, das können wir auch direkt neu. Da hat einer gut getroffen. Aber die sind jetzt zumindest... Ich glaube, das Problem ist immer, wenn der starke AOE kommt, dann ist es vorbei. Ja. Ja, und jetzt können wir noch einmal heilen. Dann kommt wieder der große Schaden. Okay, aber das Problem ist jetzt, dass der... Der wird noch einen Angriff aushalten, glaube ich. Jetzt machen wir hier einmal den Mass Power Heal. Und dann sollten wir das eigentlich überleben können. Wenn wir jetzt nicht komplett Pech haben. Wir könnten nochmal Mass Power Heal. Dann machen wir das. Molten Blasts. Das machen wir jetzt nicht. Wir machen den Firestorm. Der hat noch 16. Weg mit dir. So, und den kriegen wir jetzt auch noch. Aber dann müssen wir rasten. Und wir haben jetzt leider auch keine Möglichkeit mehr, das zu entfernen. Das heißt, dann müssten wir dafür auch direkt wieder Mana verbrauchen. Nicht ganz so günstig, aber... So ist das dann. Lightning. Das waren auf jeden Fall... Fiese Gegner. Ich meine, alleine gehen die, einzeln gehen die, aber so zusammen ist das schon ein bisschen fies. Ja, wir könnten versuchen, jetzt noch einen zu erledigen, je nachdem wie die... Ach, der ist sowieso mesmerized. Ich guck mal gerade, was denn hier als nächstes anstünde. Das hier ist nur eine Wache. Die müssen wir sowieso so verprügeln. Zwei Wachen. Okay. Reinforced Leather Armor of Cold Resistance. Hm. Okay. Cold Resistance 6. Das ist eigentlich ganz gut. Aber es kann trotzdem niemand nehmen. Weil 6 zu schwer ist. Naja, also ihr würde dann noch eins fehlen, aber das ist sogar mit dem Stärke-Buff, da weiß man dann halt nicht so recht. Hier, da ist es, die kann das brauchen. Die kann aber dann wahrscheinlich das auch nur mit dem Stärke-Buff tragen. Naja, okay. Das machen wir aber. Naja, mit dem Stärke-, also der Stärke-Buff ist da nicht ausschlaggebend für. Selbst wenn der nicht da ist, dann hat er halt 17. So viel macht er ja auch nicht. Okay. Die kriegen wir auch so. Der Kapitän ist 30. Dann fokussieren wir den erstmal. Okay, vielleicht schaffen wir das auch nicht. Vielleicht. Der hat deutlich weniger Lebenspunkte. Danke. Kriegen wir den Schaden von dem weg. Oh, der macht aber 1000 Schaden. Alter Falter. Okay. Das kriegen wir so nicht hin.
Moment, dann machen wir... Na, doch, dann laufen wir... Da hinten war nichts mehr, ne? Doch, da unten haben wir auch noch was. Dann gucken wir da mal gerade noch vorbei. Das ist abgeschlossene Tür. Und hier weiß ich jetzt gar nicht. Ach, das war auch ein... Ich erinnere mich. Okay, den haben wir stehen lassen müssen dann. Naja, wenn der immer wieder den angreift, dann ist das natürlich vorbei. Den einzelnen kriegen wir aber. Da müssen wir bloß ein bisschen Glück haben, glaube ich. Das probieren wir. Moment, dann gehen wir nochmal dahin. Dann speichere ich jetzt hier. Also da habe ich mir jetzt... Aua, vorgenommen, dass wir das hinbekommen. Na, vielleicht funktioniert das dann doch nicht. Naja, dafür... Ist ein bisschen dünn. Naja. Ja, den kriegen wir tot, aber da sterben halt dann welche. Oder wir müssten zu viel Glück mitbringen. Naja. Da war mehr eher Pech. Wenn der da direkt böse trifft, ups. Dann ist es eben auch direkt vorbei. Dieses Mal hat er sehr viel verfehlt. Und jetzt hat's geklappt. Okay. Ja. Yellow Mage's Master Key. Okay. Mal gucken, das könnte jetzt entweder hierfür sein. Oder für die Ebene da drunter. Na, okay. Doors unlocked. Girdle of Carrying und Razirks Ring 3. Okay. Wir haben den... Müsste doch hier irgendwo sein. Da, okay. Carry increases maximum encumbrance um 10. Okay. Das klingt schon ziemlich ordentlich. Aber man muss natürlich trotzdem dafür einen Slot opfern. Also man könnte jetzt das opfern und dann... Na, das ist ja auch für Levitation, um mehr zu tragen. Also die Items, die sind schon an sich nicht verkehrt. Aber... Beispielsweise könnte man auch den opfern, der hat aber sowieso genug. Hier könnte man beispielsweise überlegen, dem was anderes zu geben, das auszutauschen. Dann würde der eine andere Rüstung bekommen, eine schwere, die idealerweise auch Lightning-Schutz hat. Das hier ginge beispielsweise. Die hat sogar Vitality. Und der hier hat was an? Der hat Sorcery. Aber da ist 17 Armor drauf. Das lohnt sich nicht. Naja, das macht zu wenig Sinn. Okay, ja, ist kein schlechtes Item. Aber dann haben wir noch diesen Ritzirksring oder sowas. Ja, Lightning 45, aber Lightning ist halt immer das, was man am wenigsten braucht. Gleichzeitig ist da aber Wizardry drauf. Das ist dann wiederum gut, weil damit könnte man einen Umhang beseitigen, würde dann auch Lightning nicht verlieren und könnte dann einen besseren Umhang nehmen. Also wir gucken jetzt mal. Hier, der hat schon einen guten Umhang, die aber beispielsweise einen schlechteren. Dann könnte man den damit austauschen. Die hat aber sowieso immer das Problem mit dem... Da gewinnen wir jetzt hier nichts durch, weil die vom Platz her da nicht hinkommt. Wenn wir das hier runternehmen und dann der Buff weg ist, dann hat die, kann die nichts mehr tragen.
Okay, dann machen wir jetzt Folgendes. Dann geben wir dem das. Jetzt haben wir so einen billigen Cold Ring ausgetauscht. Dann kriegt der... Der hat im Moment halt keinen Feuerschutz. Dann kriegt der dieses Salamander-Dingen. Cape of King of Northumbria, ja. Das hat 5 Rüstungen. Naja, das ist auch ordentlich. Das könnten wir hier natürlich in der Kombination auch verwenden. Dann hätten wir aber immer noch keinen Feuerschutz. Der Feuerschutz ist das, was schwer zu dazu bekommen ist. Hier, der kann natürlich das austauschen. Die anderen haben da Feuer. Der hat jetzt diesen Feuerring. Okay, dann tauschen wir das anders aus. Dann nehmen wir... Das ist natürlich jetzt ein bisschen umständlich alles. Geben wir dem erstmal das wieder zurück. Jetzt ist das, glaube ich, wieder so wie vorher. Dann nehmen wir dem... dieses Cape ab. Der kriegt dann ein Feuer-Cape. Die haben alle dieses 30er. Dann braucht er den Ring nicht mehr. Mhm. Da kann der den... Ach so, da hatten wir jetzt da den Cold Ring. Ne, Cold Cold. Den weg. Feuer. Machen wir jetzt hier den Cold Ring hin. Dann nehmen wir... wie viele Rüstungen haben die? Armor 24, 28, 30. Also der hat auf jeden Fall am wenigsten. Dafür hat er Protection. Das heißt, der würde da auch ordentlich von profitieren. Dann nimmt der jetzt den. Damit hat er Cold Resistance. Braucht die Gloves nicht mehr. Jetzt weiß ich aber nicht, was das... Das ersetzt den. Also der bräuchte eigentlich die Handschuhe nicht, aber der hat halt jetzt nichts mehr, was er mit Feuer... Könnten wir eben hier diesen Ring nehmen, aber da haben wir dann auch nichts anderes, was... Das bringt ja nichts, das ist ja auch nur ein Ring. Ja, das ist das Problem, dass diese Cloaks hauptsächlich auf Feuer also das Einzige ist, was auf Feuer ausgelegt ist. Cloak und Ring. Und der hätte das hier im Grunde über. Das nutzt nichts. Der hat jetzt Lightning, der hat Cold. Aber eigentlich macht das mit Feuer noch am meisten Sinn. Dann geben wir dem das kleine Feuer und dem das große. Dann kriegt er halt 10% weniger Schaden. Das ist natürlich ein bisschen... Ach so, und der kann das wieder austauschen. Weil die Damage besser ist als Paralyse. Das macht nämlich keinen Sinn. Okay. Naja, wir haben halt hier noch die Handschuhe Cold. Das macht eigentlich keinen Sinn, aber das ist das Einzige, was wir hier mit Cold haben. Nicht das Einzige, was wir... Das Einzige... Eigentlich macht das überhaupt keinen Sinn. Cold haben wir schon, aber was kann man hier sonst noch reinpacken? Eventuell, wir hatten hier dieses Item mit Stärke plus 9. Den Gürtel von Prince Roland. Dann machen wir das. Moment. Jetzt hat der... weiß noch nicht. Okay. Nehmen wir den weg. Nehmen wir den. So. Damit ist der jetzt gerüstet. Und der hat jetzt theoretisch einen Slot frei. Und der könnte
beispielsweise die Handschuhe anziehen, weil der von auch von Cold profitiert und auch von Warm profitiert. Okay, ja, Gegenstände hier umverteilen ist eine interessante Mechanik, aber es ist halt unübersichtlich. So. Okay. Damit hätten wir den Zweig. Ne, das hier hatten wir fertig. Hier oben, das hatten wir offen. Und da unten ging es nochmal weiter, aber die kriegen wir so nicht platt. Okay, das heißt, wir müssten hier aber jetzt nochmal rasten. Ja, da bleibt uns, glaube ich, nichts anderes übrig. Ob wir eine Quick Rest machen oder eine Full Rest. Die Quick Rest, die würde dann kurz vor Mitternacht ändern. Wir könnten dann zwar runterlaufen, dann würden wir uns buffen. Aber wir haben so wenig Mana, wir machen eine volle Rast. Und jetzt müssen wir sowieso erstmal dreimal das entfernen. Das kostet halt auch ordentlich Mana. Magic Shields, Elements, Ballade, Regeneration und Iron Skin. So, dann, da haben wir immer noch ein Gate. Wir gehen jetzt hier runter und machen diese beiden Wachen platt. Das sollte jetzt gehen, weil wir jetzt, naja, wir probieren es nochmal. Ja. Und dann probieren wir das direkt mit dem Strike, den hier wegzuballern. Der kann im Moment sonst nichts Sinnvolles machen. Dann schießt er mit 13 Schaden. Wie gesagt, er ist leider unnütz. Molten Blast, jawohl. Bam. Und Molten Blast. Ja, da haben wir jetzt aber zusätzlich auch noch Glück gehabt, dass die noch ziemlich viel verfehlt haben. Ja, und den Rest kann man jetzt hier. Mhm. Damit machen wir das Gate auf. Crimson Full Plate Armor of Wisdom. Ja, Wisdom ist genau das, was man da braucht. Mit einer Full Plate Armor. Wiegt 18. Da ist aber immerhin 40 Feuerrisi drauf. Also das wäre dann vielleicht auch noch eine Option. Macht aber auch bei den wenigsten Sinn. Also die Krieger haben ja, die haben ja Platz, um den Cloak zu nehmen. Das ist bei den Magiern ist es immer so, dass die halt diesen Lightning Cloak wegen Wizardry nehmen müssen. Ach, diesen einen Ring, den habe ich jetzt gar nicht benutzt, ne? Ja, den Ratsirix-Ring, der ist eigentlich gut. Aber den habe ich jetzt dann doch nicht verwendet. Der bringt aber Knowledge. Ja, also das Wizardry bringt sowieso noch was bei Angriffszaubern. Also das, die braucht das eh nicht. Wenn, dann müsste das da oder da. Und ich glaube, die fahren da so besser mit. Also ich meine, die könnten wir theoretisch da austauschen. Dann könnten wir. Na doch, wir könnten das hier austauschen. Dann nehmen wir den. Na, ich. Es ist halt blöd, dass man jetzt hier nicht einfach Steuerung Z und das rückgängig machen kann, weil ich jetzt keine Ahnung mehr habe, was ich da unten ausgetauscht habe. War das der? Dann war das der vorher. Also das geht nicht, dann würden wir den Cold Ring austauschen und Cold kriegen wir nicht nach. Außer mit diesem Cape. Aber bei dem Cape würde ich ja gerade Feuer dann einsetzen wollen. Also das macht, glaube ich, wenig Sinn. Der ist nicht schlecht, der Ring, aber brauchen können wir den jetzt gerade trotzdem nicht. Wir könnten den damit austauschen. Dann könnten wir
Würden wir Willpower verlieren. Dann könnten wir den Cloak nehmen. Mit 30. Ja, das ginge. Also wir tauschen den aus. Dann nehmen wir den Cloak. Damit haben wir den Cloak of Wizards freigemacht. Den hier. Und den... Ne, Cloak of Wizards, war das nicht? Habe ich mich da gerade vertan? Wizardry? War da was anderes drauf? Ne, Cloak of Wizards, genau. Doch, das war der. Den tauschen wir jetzt hier aus. Das ist derselbe, der macht aber bloß mehr. Ja, wunderbar. Haben wir das noch ein bisschen weiter optimiert. Mhm. Theoretisch müssten die noch Schilder haben, aber... Na, da bräuchten wir halt sehr leichte. Oder wir müssten eben den... Das könnten wir natürlich auch, wenn wir jetzt hier dieses Trageding verwenden. Und wir haben einen Schild, der könnte beispielsweise hier Lightning erhöhen. Dann könnten wir netto dadurch natürlich was rausholen. Also wenn der jetzt diese Girdle of Carrying nimmt. Wir hatten da jetzt Lightning. Das ist aber auch alles nicht viel. Aber gut, machen wir jetzt mal. Wir nehmen den raus. Wir nehmen den Girdle vom Carrying. Den. Dann hat er jetzt so viel, dass der den schweren Schild nehmen kann. Den. Und dann haben wir dadurch ein bisschen Armor und 4 Resi gut gemacht. Ist zwar jetzt nicht die Welt, aber... Ja. Okay, das hätten wir. Gegenstände hier sortieren ist immer sowas. Da geht's nochmal weiter nach oben. Und wir sollten aber erstmal das hier wieder entfernen. Und da haben wir den Fifth Floor. Das ist kein Geheimgang. Und das Portal ist aber noch aus. Da ist eine Falle. Wir hatten da unten auch noch eine Tür im dritten oder so. Naja, das macht jetzt nicht so wahnsinnig viel. Da ist dieses Ding. You see a blackstone. A powerful evil magic is emanating from it. Cleanse the blackstone. Upon pouring water from the fountain of cleansing, the blackstone swiftly reverted to its original state, which is mundane stone, devoid of any magical properties. Ja, also wir haben halt Suppe da drauf gekippt und den damit gereinigt. Aber diese Portale sind weiterhin aus. Ich lad noch mal gerade. Bevor wir da durch diese ganze Suppe steigen. Und wir werden jetzt noch, bevor wir da hingehen, da können wir nämlich auch noch hin. Und vielleicht können wir da was aktivieren. Da ist ein Portal. Okay. Ich guck mal gerade noch, ob hier Geheimgedönse ist. Ist hier aber nicht. Okay. Ah, okay, das ist dieses Portal-Ding. Okay. Aber was ist dann mit den anderen Portalen, die da oben waren? Dann müssen wir jetzt wohl durch die Suppe gehen. Ja, also, dass die dann geschlossen sind, ist ein bisschen komisch. Da ist eine geheime Tür.
Naja, das ist jetzt quasi nur ein Shortcut. Vermute ich. Ja, okay, dann machen wir das halt jetzt hier. Aber keine Ahnung, wofür hier diese Portale dann sein sollen. Und jetzt müssen wir hier trotzdem wieder durchlaufen. Hier in der Ecke ist aber nix. Das ist halt das Auge, was wir jetzt schon vorher hatten. Ja, irgendwie scheint mir das ja dafür zu dienen, dass wir dann, wenn wir einmal da waren, dass wir hier wieder rausgeportet kommen. Ich lad nochmal gerade. Also, Moment, da war dieses Geheimdingen, was ja ziemlich sinnlos ist. Da muss doch... Wieso ist hier... Kann man den nicht aktivieren? Aber da ist halt sonst nichts. Ja, dann... Dann ist das so. Vielleicht müssen wir da irgendeinen Gegenstand noch haben, damit wir das aktivieren können. Ich sehe da jetzt auf jeden Fall nichts. Ah, jetzt sind die Portale an. Okay. Das heißt, man kann hier schlussendlich aussuchen, ob man... ob man durch die Portale will, dann muss man aber das hier in Kauf nehmen. Oder man nimmt halt den anderen Schadenstyp. Aber dann ist zumindest das Portal-Rätsel gelöst, was die Teile da bedeuten sollen. Okay. Hätten wir das, dann können wir hier rausgehen. Ja. So. Dann wäre das unser zweiter Stein-Dingsbums gewesen. Wir können jetzt von hier aus nicht wegporten, weil wir in der Lava sind. Da müssen wir erstmal wieder auf das andere, auf die andere Seite latschen. Das wollte ich nicht. So. Gut. Also, das hätten wir erledigt. Dann... Das könnten wir jetzt auch... Na, wir sind aber immer noch, weil ich jetzt auch gerade wieder gerastet habe. Den Stufenaufstieg würde ich jetzt eigentlich dann noch nicht machen. Wenn wir in der Stadt sind, dann machen wir dann wahrscheinlich direkt zwei. Ja. Was hätten wir denn dann sonst noch? Wir könnten... Ja, wir müssten nochmal in diese... Da unten ist, kämen wir dann da raus mit der. Und da unten ist wahrscheinlich dann noch ein anderes Ding. Wir müssten hier uns noch durchkämpfen gegen diese Viecher. Wir hätten noch, achso, was wir auf jeden Fall irgendwann machen sollten, ist wahrscheinlich, das bringt wahrscheinlich weder Gegenstände noch, hier ist diese Salamander. Das bringt wahrscheinlich nichts, also nichts, was uns unmittelbar weiterhilft. Ich vermute, dass das Sinnvollste ist, sich zu versuchen, entweder nach Nordwesten zu kämpfen oder nach Südwesten zu kämpfen. Es sei denn, wir hätten irgendwas, was verhältnismäßig einfach zu machen ist. Wo man eben jetzt nicht Ewigkeit rastet, sondern vor allem Dingen dann, wo man nicht ewig rastet, sondern vor allem Dingen Erfahrung dann schnell bekommt. Also die Spinnenhöhle könnten wir machen. Gefällt mir nicht so. Ich glaube, im Sumpf kämen wir mittlerweile auch sehr gut klar. Wir gehen da mal hin.
Moment, ich muss aber dann hier speichern. Sonst kämen wir da wahrscheinlich, würden wir, oder möglicherweise würden wir hier nicht mehr wirklich wegkommen. Wobei, wir können ja rückwärts laufen. Die sind nur 25, also die müssten eigentlich easy gehen. Okay, dann porten wir uns da, also machen wir erstmal hier unseren ganzen Kram wieder an. Wir sind gerade nach Mitternacht, das passt also wunderbar. Mhm. Dann die beiden Songs. Und das auch. Dann machen wir jetzt noch den Sumpf platt. Das ist dann eigentlich hauptsächlich für Erfahrung einfach. Weil da wissen wir eigentlich, dass wir da nicht hin müssten. Kriegen wir den... Kommt der zu uns ran? Ja. Das ist allerdings auch schon Schaden, den der da anstellt. Naja, auf dem zumindest. Dann sollen wir mal gucken. Jetzt wird es ein bisschen haarig. Machen wir Firestorm. So. Mhm. Molten Blast. Und hier. Naja, easy peasy. Und die sind natürlich noch einfacher. Wie viel bringen die an Erfahrung? 450. Okay. Der nächste. Und dann haben wir die Würmer. Die gehen aber ja auch. Okay, jetzt haben wir drei. Das ist dann ein bisschen uncool. Aber dafür haben wir... Ja, machen wir Firestorm. Oder den hier. Bei dem müssen wir Firestorm nehmen. Der macht hier mehr Schaden, weil der höher ist. Ja, hier. Da müsste jetzt ein Power Heal her. Weg. Mhm. So, Zeit zum Heilen. Hatte ich mir eigentlich dieses Feuerturm im Südosten, habe ich mir aufgeschrieben, ja. Das heißt, den kann ich mir jetzt auch als grün markieren. Und wir haben keine Spinnen im Wald mehr, sondern nur noch Spinnenhöhle. Da müssen wir natürlich, naja, natürlich nicht. Also die werden wir auf jeden Fall noch machen, aber vielleicht erst, nachdem wir das Spiel geschafft haben. Spiders Lair. Müssen wir gucken, wenn man da halt ewig drin rumhängt, dann und uns das nicht so wirklich vorwärts bringt, dann werde ich das erstmal vermeiden. Wir haben jetzt nur noch geringe Zeit. Ich weiß nicht genau, wie viele Tage, aber viel ist es nicht. Okay, warten. Zwei. Wir haben einen Wurm dabei. Okay, wir sollten gucken, dass wir dann hier auch wieder... Ja, Molten Blast. Und dann machen wir mit dem wieder den Firestorm. Oder, ja, Firestorm. Okay. Power Heal brauchen wir nicht. Wir machen normalen Heal. Der ist harmlos, der Kleine. Der Wurm ist natürlich schon bösartig. Okay. Ja. Machen wir mal den Firestorm, dann haben wir den Kleinen zumindest weg. Mhm. Dann ist der jetzt aber auch im Eimer. Molten Blast ist natürlich dann verschwendet an der Stelle. Machen wir den.
Da Molten Blast drauf. Da einen Power Heal. Aber jetzt auch Glück gehabt. Also nicht Glück gehabt, das ist halt seine Fähigkeit. Also sein, dass der Heroism hat. Wir machen hier einfach den Cone of Ice, damit ist er garantiert tot. So. Okay, dann wieder hochheilen. Und fertig und leer. Okay. Na, da können wir uns jetzt durchschnetzeln. Wieder normalen hier. So. Okay. Nächster. Da haben wir eine ganze Menge hier. Wir sehen aber auch noch nicht, dass hier irgendwie was Besonderes wäre. Also irgendwelche Häuser oder so. Vielleicht stecken die irgendwo in dem Gemüse drin. Alter Falter, das machen wir nochmal. 470. Naja, die Spells, die bräuchten... Moment, wir können hier aber Fokus machen. Fokus. Na, die machen schon Aua. Mhm. So. Bleh. Dann machen wir jetzt hier auch Molten Blast. Die knallen wir jetzt hier raus, weil sonst gehen unsere Heiler out of Mana. Da haben wir dann auch nichts von. Molten Blast. Dann nochmal. Hier. 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 So. Mhm. Zack. Zack. Weg. Da haben wir noch ein paar Wurmis. Gucken, was da jetzt ankommt. Da müsste irgendwo dieser Killerwurm sein. Wait. Ein Wurm. Mhm. Mal gucken, ob wir nochmal einen einzeln bekommen. Jawohl. Das ist in Ordnung. Mhm. Da könnten wir eventuell sogar Power Mass. Mass Power Heal. Ja. Okay. Machen wir den. Na, wir müssen da jetzt die Mana verbrauchen. Hm, dieses andere Vieh, das sehe ich nicht. Oder ist jetzt hier irgendwo... Muss ja hier irgendwo rumlungern. Oh. Mhm. War ja auch eigentlich Overkill. Nehmen wir den. Jawohl. Das wollen wir nicht. Okay. Und dann die letzten paar Heals verbrauchen. Das war's. Dann können wir noch gerade seine Mana verballern.
alle. Schön getroffen. Erledigt. Nächste. Mhm. Dann werden wir hier aber erstmal errasten müssen. Da hinten, das sind noch zu viele Gegner. Ich guck mal gerade, wo hier dieser Riesenwurm war, den ich ausgelassen hatte. Da hinten ist noch eine Passage und da ist dieser Riesenwurm drin. Okay. Naja. Okay. Das machen wir da aber nicht. Wir gucken mal, einen müssten wir oder könnten wir noch eventuell bekommen, aber nicht, wenn die zusammen sind. So. Der müsste so noch gehen. Okay. Den vielleicht auch noch. Jawohl. Ach komm, probieren wir den auch noch. Der geht aber. So. Dann können wir nämlich hier auch an Ort und Stelle rasten. Und dann bringen wir die, die da hinten sind, auch noch um. Wir können an der Stelle auch eine Quick-Rast machen. Dann brauchen wir auch nicht neue Buffen. Wir haben noch ein bisschen Mana. Ich glaube, da profitieren wir hiervon. Also machen wir eine Quick-Rest. Wir wissen halt nicht, wie viel sich da hinten jetzt noch tummelt. Aber das sieht nicht nach viel aus. So. Das ist jetzt ein leichter, das heißt, an dem können wir auch Fokus benutzen. Also verhältnismäßig leicht. Die Goblins dahinter sind noch einfacher. So. Warten. Ja, toll. Und dann kommen drei auf einmal. Okay. Dann machen wir hier direkt den Charge drauf. Ja. Dann hauen wir den auch direkt weg. Okay. Das sind jetzt alles nur kleine. Die bringen dann natürlich auch nicht so viel. Da geht's noch weiter. Machen wir hiermit mal ein Mess hier. Kommt der ran? Nö, aber der, meinetwegen. Okay, ein einzelner Wurm. Nicht alle drei zusammen. Warten. Okay. Dann machen wir hier den Molten wieder. Und nochmal. Mhm. Da hätten wir jetzt zwei. Das wollen wir eigentlich nicht. Lässt sich das umgehen? Da haben wir auch zwei. Machen wir erstmal den. Der hat aber jetzt böse getroffen. Wir haben eigentlich keine Single-Target-Heals mehr. Außer hier so ein Gammel-Heal. Da haben wir Glück gehabt. Wir könnten Recovery. Wir machen mal Recovery hier. Okay. Wir hätten noch einmal den Song. Den können wir jetzt gleich verwenden. So, damit haben wir auch wieder Mana. Den machen wir jetzt erstmal kaputt. Das sind jetzt nur noch... Dahinter könnte vielleicht noch einer sein, aber viel mehr sind es dann wohl nicht. Ja, aber die sollten wir trotzdem versuchen, einzeln zu bekommen.
So. Also da hinter dem tänzelt noch ein Wurm rum, wie es aussieht. Wo kam denn dann der Wurm her? Oder war der auf der anderen Seite? Wo kommst du her, du Wurm? So. Erledigt. Und jetzt den noch. Und Bams. So. Das heißt, das ist erledigt. Und hier ist nichts mehr. Da hinten haben wir noch den Wald, also wo wir ja auch von der anderen Seite herkamen. Also das war einfach nur ein Gelände mit haufenweise Gegnern. Ohne dass hier irgendwie was, ja, eine Hütte gestanden hätte oder sonst was. Okay. Aber es hat uns jetzt auf jeden Fall dabei geholfen, Erfahrungspunkte zu sammeln. Und zwar ziemlich leicht und schnell und effizient. Hier könnten wir jetzt noch hin, um ein paar Würmer umzubringen. Da müssten wir aber extra da hoch. Also ich schreibe mir jetzt nochmal auf. Wir haben noch Norden, Schneebrunnen. Das ist ja alles erledigt. Jawohl. Östlich von... Moment. Östlich von Sumpf. Riesenwurm. Schreibe ich immer auf. So. Ja, also wir könnten dann beim nächsten Mal... Also wir müssen noch in die Ecken. Wir müssen noch die Mine erledigen und wir müssen noch nach da oben. Das sind so die beiden Sachen. Und wir haben noch kleine Baustellen hier und da und könnten auch mit dem Schiff fahren. Wir müssen noch den Drachen platt machen und so weiter. Aber das sind so die großen Punkte. Wir könnten... Ich glaube, das Beste wäre jetzt, in diese Mine zu gehen wieder. Und hier könnten wir dann eben auch steigern und so weiter. Und dann gehen wir darüber. Wir hätten ja beispielsweise auch die Spinnenhöhle. Aber die gehen hier. Und das sollten wir ganz gut hinbekommen. Also machen wir... Porten wir uns darüber. Ja. Jetzt ist sowieso Mitternacht. Der Kram läuft ab. So, Level 37 und dann auch direkt 38, das nehmen wir dann auch direkt mit. Wir bekommen leider nichts Neues. Der bekommt endlich den Power Heal, das heißt, der wird im Kampf einen Nutzen bekommen. Also gegen harte Gegner, wo wir nicht effizient mit Mana umgehen müssen. Den müssen wir wahrscheinlich danach umskillen, damit der mit Knowledge da weiterkommt. Müssen wir mal gucken, wie wir genau das machen. Der ist direkt... Ah, okay. Ja, der ist jetzt auch direkt auf 39 hoch. Das machen wir aber auch komplett. Mhm. Die bekommen leider nichts neu. Ja, gut. Der hat 700... Okay, dann machen wir hier wieder Toughness und Toughness, damit die nicht umfallen. Und bei denen können wir dann nichts mehr. Der hat noch... Nehmen wir mal hier Stärke. So. Okay. Das wäre das. Und dann... Ich habe jetzt keine neue Nahrung gekauft. Eins. Hatten wir da... Moment. Banner. Da hatten wir noch die Taverne. Dann machen wir hier auch gerade noch... Hatten wir mit denen geredet? Copper is good enough. It serves well for crafting lower quality jewelry, among other uses. Our trade route is quite profitable and we supply copperwares to many kingdoms. Gold and mithril are not everything, you know. Ja, ja. Kupfer ist total wichtig. Und du? I miss the old days and we were mining more precious metals. Copper is alright. We managed to turn a decent profit with it. But when I think back to the tales my grandfather shared about being a miner in the Mithril mines, it just makes me feel sad. So very sad. Ja, ja, früher war alles besser. So, dann replenish food. Und dann werden wir... Ja, werden wir in die Mine wieder gehen. Und...
dort eben diese Gottesanbeterinnen plattschlagen. Ja, das ist ein bisschen. Die sind ein bisschen fieser, aber es geht halt. Wir müssen halt mal gucken, wie weit wir dann da durchkommen und was dann als nächstes kommt, weil die Gegner werden wahrscheinlich nicht einfacher werden, die dann in dem Turm oder was da auch immer ist in der Ecke, wo wir den Stein säubern müssen, was wir da finden. Mal sehen. Das soll es aber für dieses Mal gewesen sein. Dann müssen wir uns hier beim nächsten Mal weiter durchmetzeln. Das wird wahrscheinlich dann eher anfangs nicht so wahnsinnig spannend werden. Mal gucken. Das wird wahrscheinlich, ja, hier ziemlich kahl aussehen. Aber sehen wir dann. Neue Folgen immer wochentags. Gerne auch den Kanal abonnieren. Ich danke fürs Zuschauen und sage ciao und bis zum nächsten Mal. Bye bye.